Jo, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Newsletter. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein bisschen was vorbereitet gehabt. Und das ist jetzt vom 6. Januar. Und das war ich ein bisschen übersetzt. Also so schnell wie möglich es ging, übersetzen ist jetzt nicht uns 100% perfekt, aber die Perfektion habe ich hier im Kopf, die komplette Übersetzung. Also los geht's. Alles Gute für das Jahr 2023, lieber Beschwörer, willkommen bei Mojos Wahl. Ja, vielen Dank, Bell auch. Super. Also, das, was ich immer vorausgesagt habe, falls ihr meinen Kanal abonniert habt, geliked habt und die Videos komplett wirklich geschaut habt, ist, dass der höhere Schwierigkeitsgrad Tonbrecher eingeführt werden wird ab Januar, ab Jahr 2023. Ich habe immer so gesagt, erste Quartal, könnte Januar, Februar sein, ne? war mir nicht so sicher. Meine Quelle hat so mir Angaben gemacht in der Richtung, aber wollte sich nicht festlegen. Ich solle mir doch aussuchen, Januar oder Februar 2023. Dann habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich das nur so kommunizieren zwischen ersten Quartal, Januar und Februar 2023, spätestens März 2023, okay? Wieder mal alles richtig gemacht, wieder mal alles richtig vorausgesagt und wieder bewiesen, ey, da haben die jetzt drauf. Er hat seine Beziehungen spielen lassen, mehr oder weniger auch ein bisschen die Sprache, die er gelernt hat, diese durch die Blume richtig verstehen. Also es gibt eine versteckte Sprache bei den Unternehmen und diesen Slang, da ich das verstehe. Ja, ist alles wieder 1:1 passiert und ja, was soll ich sagen? Es ist das passiert, was ich für euch vorausgesagt habe. Also zumal haben wir die Abstimmung wieder, Mojo Abstimmung und später im Monat die Rückkehr des Neujahrsfestes, die Anzeigen dazu folgen, aber wir wissen ganz genau, wie das sein wird, wie letztes Jahr. Es ist halt eben das Mond-Neujahrsfest, das ist halt eben, was China gefeiert wird. Dazu werde ich jetzt nichts sagen, sonst würde das den Rahmen sprengen, aber wir werden mal, falls du das wissen willst, in den Kommentaren reinschreiben und mal ein extra Tutorial machen, warum KBM das überhaupt feiert oder warum KBM da so wichtig für die ist. Weil nicht jeder feiert es, okay? Es gibt Spielerfirmen, die feiern es nicht, weil die sagen, hey, wir leben in Amerika, und es gibt aber Spielerfirmen, die feiern das, weil sie eine Beziehung dazu haben, durch ihren Chef oder durch die asiatische Kultur, die sie halt haben. Ne? Aber dazu halt mehr, wenn ihr das haben wollt, so ein Spezialvideo drüber, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Okay, jetzt kommen wir zu Mojos Wahl. Veranstaltet natürlich dieses Jahr ein Mojo-Event und der Beschwörer kann ihm dabei helfen, indem er sein Lakai ist. Das kennen wir ja. Mojo ist selbstverliebt ohne Ende und daher fordert das Beste raus, das Wipper zu bieten hat, und gibt deine Stimme ab. Jede Woche wird eine neue Aufgabe und eine neue Abstimmung gegeben. Übrigens, Mojo ist es wahrscheinlich egal, für wen du stimmst. Und ja, das startet am, das ist ein bisschen so amerikanisches Datum, ne? Das nicht zu verwechseln, wir haben nicht November, 1.11., sondern 11.1. bei uns. Also am 11. Januar startet das um die UTC-Zeit, also 18 Uhr, ich denke mal, es ist 7 Uhr wie immer, es ist typisch KBM. Also ich habe danach gehakt, KBM sagt, nee, in der deutschen Zeit ist es 7 Uhr. Und endet am 8. Februar 2023, 7 Uhr. So, coole Sache, finde ich. Abstimmen hatten wir schon letztes Jahr, hatten wir schon vor 1000 Jahren. Es springt ein bisschen so Scherben dabei raus, ist jetzt nichts Besonderes. Von daher, was soll ich da viel sagen? Ne? Also, das kennt ja alle. So, jetzt kommen wir weiter nach unten. So, dann was ist Format, ne? Also einmal vierwöchentliche Nebenquest, eine pro Woche, jeweils zwei Wege, eine mit einem Buffknoten, eine ohne, werden wir dann haben, eine Energie pro Schritt, fünf Schwierigkeitsgrade, darunter der neue Tonbrecher-Schwierigkeitsgrad, den ich Hofi dir auch mal gesagt habe, ne? Eigentlich, und auch vielen anderen, die in meiner Allianz sind und auch in anderen Allianzen, wenn sie doch die Videos komplett angeschaut hätten, nicht jeder, weil ich habe ein bisschen lange Videos auch, ne, weil ich da
tiefer in die Sachen mal reingehen und Storytelling auch mal, aber war ja Zeit, dass Kabam das endlich realisiert, weil, ergo, Kabam hat es ja schon letztes Jahr versprochen und durch Bucky, Cracky, Makey, Shacky, Exploding, Cracky, Shacky, Nicky, Dicky, haben sie es einfach nicht auf die Reihe bekommen, ne? Überspitzt gesagt. So, eine neue Fähigkeitskarte, die Belohnungen wurden überarbeitet, passen sich den Fortschritt, den Thronbrecher an, sammeln Mojos, Chorus, Crystal-Splitter aus dem Login-Kalender, öffnen Kristalle, also wieder zwei Sätze von so einem Zielen für zusätzliche Belohnungen. Ne? Also, ich werde auch eine Liste machen, übrigens, zu den Belohnungen. Die gibt es zwar unten, die gehe ich aber jetzt überhaupt nicht an, weil ich habe immer im Marketing in der Schule gelernt, das Beste ist immer Bildchen. Bildchen sagen mehr wie 1000 Worte und Texte sind scheiße. Daher werde ich extra das übersetzen und euch dann das entweder morgen, übermorgen reinstellen. Ist zwar viel Arbeit, aber ich mache es mal für die Community, weil ich mir sage, das ist Mehrwert und mit Bildchen sind wir alle glücklich. So, also Englisch kommt raus, ne? Eine höhere Schwierigkeitsgrad oder auch Zeit und sind wir alle froh, alle glücklich. Vor allem die alle Tonbrecher sind froh. Die Vorbild natürlich nicht. Ich habe bei Kabam nachgehakt, wir sind ein Vorbild. Da war auch die Rede, das zu veröffentlichen, aber die sind ja wegen ihren, ne, vielen Verfehlungen, sind die halt einfach im Rückstand und das müssen die erst aufholen und daher wird Ende des Jahres Vorbild. Schwierigkeitsgrad eingeführt, eventuell Anfang Jahres 2024. Mehr kamen die mir auch nicht geantwortet. Ich habe das wieder mal so raus, das ist meine Gabe. Ich musste als Marketing und Verkäufer, ne, arbeiten und ich musste das immer rauslocken. Und dann gibt es so geile Tricks, die mir mein Dozent Herr Schmidt beigebracht hat oder auch Herr Koch. Und die sind richtig so, richtig cool. Ne? Wenn man die anwendet, dann kriegst du immer raus. Es ist wie im Endeffekt, als würdest du jemandem eine Spritze geben, Wahrheitsserum, und er kann nichts mehr sagen, außer die Wahrheit. Ja, okay. How to vote, also wie votet man, die stimmen eigentlich ab. Jede Woche beschwöre eine Ingame-Post von Mojo, die ein Mojos Wahl-Vote-Gegenstand enthält, und das habt ihr unter die sonstige Items. Ne? Benutzt diese Gegenstände, um einen Mojos Ballbox auf der Registrar Future im Shop zu kaufen, um eure Stimme abzugeben, inklusive Mojo Profilbilder zusammen. Wie gesagt, da wird gewisse Champions zur Wahl sein, die ihr abstimmen könnt. Und dann gibt es immer Mojo auch zur Wahl, ne? Mojo. Also ich bin der Größte, ne? Der Mojo Champion, den hat man jetzt ja schon, wo der sagt, wähle mich, ne? Ich bin der beste Champion, ist auch lustig. Ich habe dabei beim nachgeragt, was passiert, wenn man den jetzt, wenn alle den wählen würden. Gibt es da irgendeine versteckte Option? Und Kabam sagt zu mir, nope. Ist einfach so als Gag, also als Fun-Faktor drin. Mehr nicht. Also. Dann geht es zum nächsten Thema. Ich versuche so schnell wie möglich das Video zu machen, ne, weil es gibt hier schon einige, die zittern so und ihre Drogen wieder nehmen. Und dann kommt es echt mal. Nicht jeder kann so lange hocken wie ich. Ne? Mein Bruder kann dreimal so lange hocken und zuhören. Also das, wir sind noch von der alten Schiene. Okay. Starten wir zu den Schwierigkeitsgraden. Und zwar endlich nach 1000 Jahren wird die Traumbrecher-Herausforderung mitgebracht. Infolgedessen haben sich die Namenskommission geändert, mit denen ihr schon lange vertraut seid. Wir führen skalierende Bedrohungsstufen ein, die Schwierigkeitsgrade heroisch meist epische Klänge ersetzen. Na, endlich nach Millionen, Trillionen von Jahren. Und das habe ich auch gesagt, die werden es ersetzen. Ja, habe ich jeder wieder mal recht gehabt. Vor ein, zwei Jahren habe ich es gesagt, dann habe ich es in meiner Allianz gesagt. Einer glaubt mir, manche behaupten, ich habe mit denen nichts zu tun, mit Kabam. Naja, ich schreibe schon diese Leute an. Ich habe nur zwei Quellen, die ich auch unter Verschluss halte, weil wir kennen das ja, wer seine Quellen veröffentlicht, der bekommt keine Infos mehr. Da könnt ihr mal eure Partner fragen oder beziehungsweise Leute, die größere YouTuber sind, die könnt ihr anschreiben, die werden das euch bestätigen, zumindest die Amerikaner. Weil die in Deutschland könnt ihr vergessen, also es gibt immer Leute, die alles dementieren. Die Regierung dementiert auch, dass
die Atomkraftwerke länger laufen werden wie April. Die Regierung wird dementieren, ja, wir werden alle wie ein Babykinder. Ne? Es ist, die Luzifianer können ja halt nicht anders, mein Gott. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da nachgehakt. Dann hat mir derjenige das gesagt, hat sich ein bisschen auch verplappert, würde ich mal sagen, weil ich habe den genervt. Und dann hat er gesagt, ja, das wird so sein. Und jetzt lass mich einfach nur Andi und schreib mich nicht 30 Mal an. Ne? Also ich bin schlimmer wie eine Frau. Wenn ich erst mal jemanden anrufe, dann lasse ich ihn nicht los. Ne? So habe ich bei Interviews gemacht. Ich habe leider Interviews mit verschiedenen Firmen auch gemacht. Leider durfte ich einige nicht, die meisten nicht veröffentlichen, weil ich einfach das Interview für mich gemacht habe. Und letztendlich dann, als ich frage, hey, kabam, können wir da was machen? Nein, du bist einfach eine Nervensäge und ich liebe es, wenn sie sowas sagen. Weil das bedeutet, yes, wieder mal gewonnen. Okay, die Schwierigkeitsgrade hat kabam schon immer so haben wollen. Das ist einfach auch Quatsch, was sie schreiben. Also es war vor Millionen von Jahren beim alten Team, dass man das so machen wollte. Aber es gab einmal damals im Gespräch, gibt es immer so Roundtable-Tisch, und da war es so ein Gespräch, dass die gesagt haben, nee, wir wollen das ein bisschen, weil die sich aufgegriffen haben, oh, wie Spieler halt sind, ne? Und Spieler, die Spiele programmieren, und ich kenne es ja selber, wie als Gamer dann, oh, wow, ja, wir machen episch, Infinity, Godhead, Super Edition, Rundehol Edition und so, ne? Und letztendlich haben sie endlich Vernunft, das neue Team ist gekommen, das alte wurde gekündigt. Die meisten also sozusagen sind da also neu, also zu 99,9%. Und dann haben die sich geeinigt, endlich nach 1000 Trillionen von Jahren, hey, wir machen das jetzt so. Das eine ist der einfache Schwierigkeitsgrad, dann nennt der obere, das andere nennt sich Unkolleg, das andere nennt sich Kavalier, das andere nennt sich Thronbrecher plus. Jetzt steht da aber ein Plus, wofür steht denn das Plus? Ja, das ist, was ich vorher gesagt habe, im Vorbildschwierigkeitsgrad plus. Das heißt, wenn du höher bist als Thronbrecher, da ändert sich auch noch was, aber dazu kommen wir noch, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das jetzt schon einführen oder ob sie erst später das noch einführen für Vorbild, die Anpassung, ne? So, deswegen Plus. Also ist nicht aus Spaß, dieses Plus. Und da nerv ich jetzt jemanden, ne? Und wenn ich weiß was, dann sage ich das euch. Ja, man muss halt die Leute nerven. Das machen die Deutschen nicht, das können die auch nicht. Deswegen, es gibt ja diese Neider auch, ne, die Hater hier. Servus. Die hassen mich dafür. Deswegen gibt es welche, die mich auch mit einem alten Video übrigens noch, wo ich da wirklich Bugprobleme hatte und Kabam mir geholfen hat. Danke Kabam, aber auch einen Fehler gemacht habe. Das hat mir auch Kabam alles erklärt. Damals war ich noch nicht so fit in der Materie. Also schon sehr fit, aber nicht überall. Und es gibt immer diese Hater, die sich auf dieses Video aufhängen. Und ich sag mir, naja, ich frag den Rebbe, was soll ich tun? Dann sagt er, lies die Tora, und ich lies die Tora, und da steht im Judentum die Lösung. Und dann lese ich das Buch der Weisen, Yeshua von Yeshua von Sirach, ne, weil viele verwechseln Yeshua von Sirach mit Yeshua von Nazareth. Nee, den lese ich nicht. Sondern ich lese den Yeshua von Sirach, Buch der Weisen, und ich lese noch Jona, den Propheten, und Daniel, den Propheten, und dann sehe ich, ah, da ist die Lösung, da steht's drin. Aber sagen die alle, ja, es gibt immer Idioten und Narren, lass sie reden, solange der Tag lang ist, dich sind deine treue Fangemeinde, die das schätzen, was du machst, und die Hater irgendwann werden vielleicht zu lovern, ja, also von daher, wird's nicht von der übrigen, ne? Ich bin, das war ein großer Fehler, also ich bin ein bisschen so zu selbstbewusst und habe da der Grund, warum dieser Video verbreitet worden war, wegen einem Streit zwischen einem richtigen Meisterzocker, also der ist ein, das nur kurz jetzt erwähnt, weil wir sind ja fertig mit dem News, weil die Lobenkalender, das glaube ich, weiß jeder. Weil das war's. Aber jetzt zusätzlich noch zu diesem will ich noch was erklären, und zwar. Newsletter ist fertig, aber warum dieser Streit entstand. Also ich war früher mit ein paar Leuten angefreundet, die richtige Meisterallianz war. So. Und früher, ich bin ja sowieso ein Extremist, ein Bastard, ne? Das sage ich immer wieder, dass die Leute es mal auch ein bisschen zusammen verstehen können, warum ich das sage, weil ich sage es, wie es ist, wer ich bin. Damit kein Problem, nicht wieder Drachenlord. Und
Früher habe ich halt kennengelernt, das ist ein richtiger Meisterzocker. Der eine war bei den Champions League, also der hat mir auch schwarz auf weiß in Farbe nachgewiesen, dass er das war. Und ich so, wow, und der war direkt bei Kabam halt in der Champions League. Das heißt, der war unter den Top 100. Und sehr, sehr Wahnsinnzocker, Wahnsinnspieler, aber halt eben auch so wie ich abgehoben, mein Kapitän. Ne? Und ich bin auch Kapitän. Und zwei Kapitäne auf dem Schiff, die. Das klappt nicht. Und der andere, der war lustig, also ich nannte ihn immer Hans. Ob er Hans hieß, weiß ich nicht, weil die Leute sagen 400 Tage lang ist, weil ich sage, wie ich heiße, wirklich Andreas und so ist mein Name. Ne? Eigentlich mein echter Name ist Slavom Janče, okay? Aber das können ja die meisten nicht aussprechen oder einige sagen, oh, das ist Polnisch oder dann sage ich, hey, Andreas. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns angefreundet, wir haben Videochats gemacht, war richtig cool. Die Meisterzocker sind auch richtig coole Typen. Das war die beste Allianz überhaupt, die man da mit denen zum Kontakt hat. Dann hat mir da auch eine geholfen, da war in meiner Allianz drin. Ich habe leider viele Fehler gemacht, obwohl mir da Hans helfen wollte. Und mein Fehler war, ich habe das Vertrauen nicht gehabt, weil ich bin ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, egozentrisch, selbstbewusst, super edition, ne? Also sehr, sehr auch eingebildet. Also ganz, ganz viele tolle negative Aspekte. Und dann ist es halt so, der Typ versucht mir zu helfen und das ist eine Meisterallianz. Aber ich habe immer noch diesen, ne? Stell dir vor, da ist doch der Bastard. Der ist ein richtiger Bastard. Schlimmer, so schlimmer wie Putin. Ne? Oder noch vielleicht wie Putin, nur verrückter. Und dann ist ein Streit entstanden, den habe ich leider komplett zu verantworten. Und dann hat der Typ gesagt, du pass auf, ich werde dich jetzt auffliegen machen, ich mache dich fertig. Ich werde dein Video veröffentlichen, wo du einen Fehler gemacht hast, auch wenn es ein Bug ist. Er wusste die Wahrheit, aber es ist scheißegal, ich mach dich so schlecht, ich vernichte dich. Und das hat auch gemacht. Da sind sehr viele Allianz verlassen und so weiter. Viel ist halt negativ. Und ich habe halt meine Lektion erhalten. Eine Tore habe ich dann gesucht, halt die Lösung, warum ist mir das passiert? Und dann sagte Prophet Elijah und Prophet Jeremia und Jesaja, ja, wenn du dich so verhalten tust, da gibt's aufs Maul. Ne, man muss ja auch irgendwo, weil als Jude muss da irgendwo nicht immer zu. Wir Juden haben ein Problem manchmal, wir sind einfach zu. Ne, geben wenigstens zu, aber wir sind manchmal so, nicht alle, aber einige von uns. Und ja, da musste ich halt die Lektion lernen. Tora gelesen wieder, oder Abschnitte gelesen wieder, gelernt, so okay, scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Aber es gab keinen Weg zurück. Der Typ hat gesagt, nee, kannst dich entschuldigen, Trillion mal, ist mir scheißegal. Du bist für mich, Kopfschuss, tot, vergast, also Gaskammer, boom, knallhart. Und das ist ja das, der Haken, wenn ihr Scheiße baut und Pech habt, dass ihr euch mit jemandem anlegt, der weit über euch liegt, dann kann es ganz schief gehen. Ja, und da ist dieses Video, wird noch verbreitet, obwohl es nichts mehr mit meinen heutigen Kenntnissen zu tun hat und alles anderes ist und ich zwar immer noch ein Durchschnittszocker bin, aber viel, viel besser geworden bin. Aber das ist halt so. Also es gibt immer die Luciferianer, ne, die euch, das oder die Sith-Lords, die euch immer negativ antragen werden. Und deswegen müsst ihr stark bleiben und auch eure Fehler eingestehen, nicht wie heute verweichliche Gesellschaft leider wir haben, und einfach dann weiter euer Ding machen. Ne. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben mit mir nichts mehr zu tun. Die werden immer alles auch dementieren, was ich sage. Das müssen die, weil die Sith Lords haben auch dementiert, dass die Jedis die Guten sind. Ne? So sind halt die. Aber ich habe erkannt, wo die Leute in Ordnung sind, wo die Leute nicht in Ordnung werden. Ne? Und ich bin halt politisch knallhart eingestellt und sehe halt die Dinge halt straight. Also wie Tulsa King, die Serie mit Sylvester Stallone und Tulsa King kann ich jedem empfehlen. Da ist auch der Typ alte Generation und straight halt, richtig knallhart. Das ist heute in der Woke-Gesellschaft nicht gern gesehen. Das, entweder man bleibt, wer man ist, oder man verfälscht sich selbst. Und wer du bist, sollst du immer bleiben. Wenn du Autist bist, bleib Autist. Wenn du Symptome hast, bist perfekt, wie du bist. Du brauchst diesen Scheiß nicht, dass du jetzt dich umoperieren musst. Von Down-Syndrom weg, so ein Quatsch. Gibt es auch solche Leute, oder von weg vom Autismus. Das ist alles Bullshit. Ne? Wenn jemand so ist, wie er ist, dann ist das halt so.
Und es wird immer Leute geben, die einen angreifen. Da muss man halt versuchen, stark zu bleiben. Und jetzt ist es halt so, dass diesejenigen halt immer was Negatives sagen, egal was ich hier auf dem Kanal habe. Selbst wenn ich hier die Beweise von Kabam auf der Kabam-Seite sagen, wie das ist gefälscht, ne? Vernichtet ihn, vergast ihn und so. Das ist da halt der Hass. Ja, und ich verstehe auch diese Leute, ne? Ich kann es auch sehr verstehen, nachvollziehen. Deswegen bin ich dir nicht böse, weil, Alter, wenn jemand mir so kommen würde und sagen würde, ja, ne, also du bist Meister von der Meisterallianz, ne, ihr müsst euch abschließend mich noch sagen, also nochmal vertiefen, richtig vertiefen. Ihr seid Meisterallianz, Meisteroffizier, geht freiwillig in eine Silber 3 Allianz, ne, freiwillig und sagt, ey, komm, ich helfe dir 2 Monate und du verhältst dich als Anführer so, der will mir meine Allianz wegnehmen. Ja. Kommt nie gut an, ne? Egal, wie man das, wie die Leute das denen wollen. Aber natürlich, wenn im Nachhinein das Strecken steht und du die Schlacht verloren hast und du gestehst es ein, ist in Deutschland das Problem, dass es als Schwäche angesehen wird. Ne? Nicht, vor allem in Deutschland, in anderen Ländern auch mittlerweile, aber in Deutschland ist es sehr extrem. So, das ist so, habe ich gemerkt, als Pole, da sagen wir, ja, TVH, alles gut, ne? Weißt du, ne? Wir haben alles ist gut, dobrze, sagen die Pole, passt, ne? Neue Kapitel und fertig. Ne? Wie Juden auch sagen, hey komm, neuen Kapitel und gut. Aber da ist halt einfach, da gibt es immer dieses Nahen, um sich aufzugeilen an jemanden, ne? Obwohl es sich verändert hat, obwohl jeder Mensch an sich wachsen tut. Und ja, das ist halt eben so, kann man nichts machen. Scheiße gebaut, der Deutsche kündigt dich oder irgendwo wirst du gekündigt. Gibt es keine Vergebung. Gibt es keinen Wiedereintritt in das Unternehmen? Das ist das Problem. Eine zweite Chance gibt es nicht. Das kennen die dann gar nicht. Wie denn auch? Die meisten, die richtigen Hardcore-Deutschen, mit denen ich zu tun gehabt, auch mit denen, wo ich mit den Reichen gearbeitet habe, wo ich selbstständig im Bereich Promotion war, die kennen das nicht. Die haben eine ganz andere Denkweise und kann es nicht verübeln. Ne? Versucht die Entnazifizierung rauszubringen. Die Entnazifizierung von einem Deutschen, das kriegst du nicht, wenn der von klein auf beigebracht worden ist, so zu denken, so zu handeln. Ne? Das macht er halt eben und das ist selbstverständlich. Dann kann ich auch nicht verurteilen. Ne? Wie denn? Ja, er ist halt so erzogen. Und so verhalten sich auch diejenigen in der Meisterallianz. Ne? Der Deutsche gibt es halt abgehoben, ne? Auch der andere Typ, der war auch abgehoben. Ich war kurz Admin in so einer Community, auch abgehoben ohne Ende. Aber ich würde es nie jetzt tragen. Ich frage nicht mal seinen Namen hier. Ne? Auch die Meisterallianz sage ich keinen von dem Namen. Ne? Ich nenne den einen, der seinen Spitznamen genannt hat, Felix von der Meisterallianz. Aber das ist nicht sein echter Name. Ne? Also, weil ich wurde ja auch von denen jedes Mal aufgezogen, veräppelt. Und da wusste ich ja, okay. Das ist alles Spitznamen von denen. Die sind ja nicht bescheuert. Das ist ja ein Unternehmer, der wird seinen echten Namen doch nicht nennen. Und ja, so ist die Sache, Leute. Ne? So ist die Sache. Was will ich dazu sagen? Soll da auch keinen schlecht machen. Ich habe ja selbst so beizutragen gehabt, dass das passiert ist. Und da, wenn ihr dieses Video seht, mit Kork, also mit Kork, ja, Kork. Scheiße. Ich kann mir den Namen echt nicht merken. Ha! Da war wieder was zu lachen, oder? Da war wieder was zu lachen. Ja. Komm. Komm. Der Zauber. Kork, glaube ich, gehört's ausgeschlossen. Ja. Kork. Also, wenn ihr das Video seht, ne, mit Kork, dann lacht euch drüber und habt deinen Kabarett-Humor, ne? Also deinen schönen Humor. Ne? Stimmt war alles nicht drin, was da also behauptet wird. Der hat keine Ahnung und so und dann 5 Stunden sonstiges. Nee, also das ist immer. Also, ich habe auch ein neues Video gemacht über Kork, wie man in Leben tut, One-Shot und das Ganze, aber das Video wird von diesen Leuten nicht akzeptiert, von den Hatern, und ich kann es nur auch nicht verübeln. Ne? Also ich habe gelernt, Tora, Buch Moses 3, Kapitel 18, lese ich immer das Nächstenliebe-Kapitel und
Dann ist es uns und Jona auch, Vergebung, ne? Prophet Jona mit dem Fisch, ich weiß nicht, ob ihr die Tora kennt, also ob ihr die Geschichten kennt. Bei den Christen ist es, glaube ich, die Bibel. Bei den anderen, ich weiß nicht, solche Kapitel, ob sowas gibt es im Buddhismus, Hinduismus oder Islam. So eins zu eins über Jona, den Propheten, sei dann meine Lieblingspropheten. Einer von meinen Lieblingspropheten, ne? Und dann diese Vergebung und ich meine, die haben seine Schwester gekillt, ne? Und dann soll er in eine Stadt rein, wo die Mörder, also da rein, wo die Mörder seine Schwester sind, ne? In der Stadt. Und das ist schon so schon krass, ne? Vergebung, ne? Und dann sagt, aber nein, die Tora sagt sich, komm, steht drüber, die sollen dich ruhig weiter haten, die Menschen, die dich sehen, und sagen, ey, wow, der gibt das zu, wie es war, wie es gelaufen ist und will sich ändern und macht das durch Taten, einen neuen Weg anlaufen, blablabla. Derjenige, die werden dann muss selber wissen, wer du bist und urteilen, dementsprechend gerecht urteilen über dich oder über, ne, und nicht über, und werden nicht sich von Hatern manipulieren lassen etc. So, die Geschichte erzählt, das war mir wichtig. Jetzt noch eine Bitte, deswegen habt ihr auch Titel, also Kapitel immer in meinen Videos. Ich habe ja Multi-Accounts, wie ihr gesehen habt, und zwar 3 Stück. Und die müssen ersetzt werden, weil ab dieses Jahr wird Kabam tatsächlich einiges ändern. Ich weiß es jetzt von meiner Quelle, dass Kabam, ich habe auch bei Kabam dem Partnertyp mal nachgehakt, auch der hat gesagt, ja, da kommt was in die Richtung. Kabam hat es auch so im Forum ein bisschen angesprochen schon, dass Multi-Account-User in AK, wenn sie in AK sind, in ihren Multi-Accounts, dass das nicht mehr funktionieren wird. Es wird als Schummeln angesehen, legitime Schummeln, Cheaten also. Weil wenn jemand zum Beispiel ein Multi-Account-User ist und der ist Thronbrecher oder Kavalier und der ist durchschnittlich kein schlechter Spieler, tut der sozusagen mit seinen Accounts in eine KI gehen komplett oder teilt sich auf, sein Level, den normalerweise den er abdeckt, ist das sozusagen unfair gegenüber, die alle mit einem Account drin sind, ne, sagt Kabam. Weil da dementsprechend der eine wäre jetzt nicht Thronbrecher, ne? Dieser Level bei dem anderen, wenn die anderen 3 Accounts wären von nun ganz normal wie immer, ne? Nicht Multi-Accounts, dann wären die anderen nicht so gut, würden Allianzkrieg nicht so gut überstehen. Da stimme ich Kabam vollkommen zu und daher habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt, ich schleiße jetzt in diesem Kanal raus. Ich würde gerne 3 Leute suchen, die meine Accounts ersetzen, meine Multi-Accounts, und was mit dem Multi-Account passiert, die werden einfach geparkt. Da kenne ich ganz einfache Tricks, ne? Zu parken, legitim zu parken, und die kommen auch nicht wieder dann. Dann habe ich ein bisschen auch Entlastung, nicht viel Entlastung, mehr oder weniger. Und was suche ich jetzt? Also ist ganz wichtig, ich suche unbedingt Leute, die Prestige 8000 Minimum mitbringen. Ich suche jemanden, der Bock hat, Allianzkrieg zu leiten, also eine Kampfeinheit zu leiten. Unbedingt jemand, der sich mit Allianzkrieg gerne befasst hat und auskennt. Und du kannst auch mehr als 8000 Prestige mitbringen. Du kannst auch 9000, 10000, 11000, 12000. Wichtig ist, dass du eine Ahnung hast und dass du gerne mit 2 weiteren Leuten den Allianzkrieg leiten tust. So, die Idee ist ganz einfach, ne? Multi-Accounts ersetzen, weniger Stress, Fairness gegenüber Kabams Politik. Machen wir so wie Kabam, weil so oder so werden sie es irgendwann mal einführen, diesen Breaker, also Cheat Breaker, legitimen Multi-Account Breaker, sagt man so, und da brauchen wir nicht abwarten, bis sie es tun.
sondern gehen Kabam jetzt nach und sagen, hey, komm, ist doch vernünftig, was Kabam da vorschlägt. Von daher, ich würde mich sehr freuen. Schreibt das in die Kommentare, dass ihr Interesse habt, oder genau in den Kommentaren am besten, hey Andi, ich habe dein Video gesehen, komplett angeschaut, ich hatte Interesse, ne, und so und so. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr halt noch nächste Woche antwortet. Und ja, ich kann euch einiges beibringen, ich werde auch Videos veröffentlichen, so gut wie ich kann. Aber wäre schön, wenn man schon einen Allianzkrieg schon festsetzen würde, weil dann könnten wir das so weiterspinnen, dass man einen speziellen Offizierkanal macht, der nur für die Offiziere mit mir drin ist, wo über Allianzkrieg nur diskutiert wird und man spricht sich ab und kann dann richtigen Planungen machen, so dass dein Offizier weiß doch, was der zweite Offizier macht. So. Wichtig ist Videochat, keine Angst vor Videochat, das ist super wichtig. Keine Angst vom Telefonchat, weil Konferenzen einmal in der Woche zu führen mit den Führungsoffizieren ist wichtig. Das machen auch Top-Allianzen. Ich habe das selbst erlebt. Ich war ja mit einer Top-Allianz zusammen. Also ich war nicht drin in der Allianz, obwohl sie mehrere Mal mir die Einladung gegeben hat, sondern ich war früher in einer russischen, so Gold 1, dann Platin. Aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Fragt mich nicht, das ist schon zu lange her. Aber ich weiß, dass ich Gespräch geführt habe mit einer Meisterallianz, denn die haben sich offenbart, ne, und gesagt, da die echt Top-Allianzen, die machen nur Videochats. Ne, und wäre nicht schlecht, also hast du keine Angst, dass du Videochat, keine Angst, dass du zumindest von Sprachchat, keine Angst, dass mal Sprachnachrichten zu lassen oder auch zu schreiben, also verschiedenes. Und keine Angst, dass du von Videochats, das ist ganz wichtig. Ich muss es unbedingt erwähnen, weil mir tatsächlich jetzt jemand geholfen hat, der Bekannte von mir, der ist Psychologie so richtig drin und ich weiß natürlich, der hat Psychologie studiert gehabt richtig, und hat es auch praktiziert und hat gesagt, er musste immer aufpassen, weil Menschen haben einfach wegen Datenschutzgrundverordnung und weil sie generell selber so nicht so selbstbewusst sind wie du Angst haben. Ne? Du bist ja der Clown-Gesicht, der spast Sponge und das macht dir nichts aus. Ne? Aber die meisten, wenn die so ein Gesicht hätten wie du, die würden sich verkriechen mit einer Tüte auf dem Kopf und ich so, ja, haben die Leute halt die Tora nicht gelesen und er so, ja, siehst du, eine Tora ist halt bei dir alles drin. Ja. Aber dann sage ich ja vorher, ey, ne, das erwartet dich, das solltest du mitbringen. Und ich denke mal, dann, wenn man sich auf etwas einlässt und vorher schon alles getriggert wurde, was auf einen zukommt, ist es dann fair und dann weiß man auch, dass man das und das mitbringen muss, damit man da bei uns als Offizier mitmischen kann. Okay, ich habe wieder zu viel gelabert, wie immer, aber so bin ich nun mal, ne? Danke fürs Zuschauen. Bitte liken, weiterempfehlen, wenn du nicht auf Offizier Postendresse hast. Nein, die Frage ist, das jetzt verbunden, diese Mutierkanzler, eine Bedingung, unbedingt Offizier zu werden? Nein, es ist eine Option zusätzlich dazu. Ich suche so oder so Ersatz für meine Multi-Accounts, aber es wäre schön, wenn du das noch zusätzlich mitbringen würdest. Wenn nicht, auch okay. Aber die Multi-Accounts müssen noch Januar, Ende Januar raus aus meiner Allianz, die müssen weg, weil ich habe keine Lust mit Kabam in Streitgespräch zu kommen und ich will auch meine eigene Allianz mit meinem eigenen Team nicht gefährden, denn Multi-Accounts werden von Kabam ab 2. Quartal, 3. Quartal streng beobachtet und eventuell sogar dann diffamiert auf der höchsten Ebene und das bringt nichts. Also, that's it. Macht's gut. Ciao.